Ja, liebe Zuschauer, es gibt, glaube ich, ein Problem, das kennt wirklich jeder. Man ist unterwegs, man möchte telefonieren, man möchte im Internet surfen, man möchte einfach ja sein Smartphone oder sein MP3-Player oder sein Notebook benutzen und der Akku ist alle und man ist wirklich aufgeschmissen heutzutage, wenn das eben nicht funktioniert unterwegs. Und jetzt haben wir etwas, da haben Sie immer eine Energiereserve parat, immer mit dabei, im ganz kleinen handlichen Format für die Handtasche und das Ganze erkläre ich Ihnen jetzt mit Carsten Ruhland. Und du sprichst da gerade etwas an, was ich heute schon wieder selber mal am eigenen Leib erfahren musste. Ich bin also heute Morgen hier von Köln aus nach Freiburg gefahren. Und wie das eben so ist, die Fahrt dauert 3,5, 4 Stunden knapp, wenn man mal so die ganzen Zufahrtswege mit dazu nimmt. Und dann spielt man natürlich logischerweise mit seinem Handy rum. Fragt man seine E-Mails ab, spielt man eine Runde Tetris oder mal eine Runde Angry Birds oder irgendwie sowas. Ich kam hier an, war der Akku bei 30%. Wenn ich den jetzt nicht wieder vollladen würde, hätte ich keine Chance, den ganzen Tag mein Telefon zu nutzen und das mit einer einzigen Akkuladung. Ja. Geht einfach nicht. Ist auch so. Und dafür haben wir jetzt eben die perfekte Lösung. Du hältst es schon in der Hand. Unser erstes Modell ist in Schwarz. Da haben wir eine Powerbank für alle Geräte, die mit dem USB-Anschluss anschließbar sind. Das heißt, wir stecken hier einfach unseren USB-Stecker rein und am anderen Ende ist dann ja so wie hier, was dabei ist, ist dann hier dieser Anschluss. Ja. So, ich fange mal hier an. Zack. Zack. Jetzt haben wir hier sogar ein Handy. Ja. Das, im unteren Teil. Schau. Da. Ja. Sehr gut. So. So, Moment, halt's mal kurz in die Kamera, damit man sehen kann. Augenblick, kommt gleich, zack. Da kommt die Batterie, schon wird's geladen. Und das ist eben wirklich praktisch zum Beispiel, wenn man sich mal verfahren hat, man braucht sein Navigationsgerät vom Handy oder man muss einfach mal nach Straßennamen schauen im Internet. Und das geht ja wirklich super schnell mit dem Smartphone heutzutage. Und ja, da ist es echt super praktisch, wenn der Akku dann mal leer ist, wenn man eben diese Energie-Powerbank mit dabei hat. Es gibt so viele Geräte, technische Geräte speziell, die mittlerweile mittels USB-Anschluss geladen werden. Das ist ja nicht nur das Smartphone, ja, egal welcher Hersteller das ist, die werden ja mittlerweile alle über die USB-Anschlüsse geladen. Da ist natürlich auch mal ein Navi dabei, da ist auch mal ein Camcorder oder mal eine Digitalkamera oder was dabei, die man vielleicht dann auch ganz gerne nochmal hätte für 2, 3 schöne Fotos, für eine schnelle Aufnahme oder was. Und meistens sind die Geräte mal dann leer, wenn man sie tatsächlich braucht. Ich bin so ein Typ, ich neige dazu, zu vergessen, dass ich sie einfach ausmache. Dann laufen die leer und wenn ich sie brauche, müsste ich sie erstmal wieder 2, 3 Stunden an den Stromanschluss dran packen, damit wieder Akkuleistung draufkommt. Ja, da gibt es viele Situationen. Hier hat man den Akku tatsächlich, den Reserveakku immer mit dabei. Der ist klein, der ist handlich, wiegt noch keine 70 Gramm und ist wirklich für jeden Schlüsselbund bestens geeignet. Genau, ja? PX1591 und die 569 ist die Bestellnummer für unsere Powerbank in Schwarz. Es passt zu jedem iPhone, Handy, USB-Geräte oder auch für Ihren MP3-Player oder Ihren Navi oder jedes andere Smartphone können Sie damit anschließen. Einfach super praktisch für unterwegs. Das war jetzt die schwarze Variante. Ja. Und jetzt haben wir natürlich auch noch das gleiche in Weiß. Gibst du mir die weiße mal gerade aus dem Stapel raus? Wir rupfen den jetzt mal auseinander. Weil ich finde es so praktisch. Wir haben natürlich auch Powerbanks, die etwas größer sind. Ich sag mal so Zigaretten, etwas größer als eine Zigarettenschachtel. Das finde ich schon von der Handhabung her ein bisschen unpraktisch, wenn ich jetzt ganz normal eine Hose anhabe und keine Tasche dabei habe. Ja. Diese Powerbanks hier, die sind also so klein und handlich und trotzdem so leistungsstark, dass ganz man sie einfach ohne weiteres hier mal eben an den Schlüsselbund dran machen kann. Guck mal hier. Zack. Und es fällt überhaupt nicht, also das ist ja auch nicht störend. Ne? Das kannst du trotzdem in die Hosentasche stecken oder als Frau einfach jederzeit in die Handtasche stecken. Das passt überall rein, in jede Tasche, in jeden Rucksack oder eben auch als Schlüsselanhänger. Und das ist eben auch wirklich eine super praktische Sache. Ich finde das super. Meine Frau hat hier oder hatte früher eine ganze Zeit so ein Masopilami dran. Kennst du den noch? Ja. Diese Quietschdinger da? Das war natürlich auch ein Mördertrümmer oder so einen großen Anhänger mit dem Anfangsbuchstaben des Vornamens oder sowas dran. Ja. Die sind ja ähnlich groß. Der hier wiegt, wie gesagt, keine 70 Gramm. Den würde ich mir als Mann locker noch so in die Hosentasche stecken und ich habe immer einen Reserveakku hier mit dabei. Das heißt, wenn mein Telefon, wenn meine Kamera, mein Navi oder was auch immer ich per USB aufladen möchte oder aufladen muss, mal leer ist, habe ich hier immer noch mal eine Möglichkeit, einfach über die Anschlüsse noch mal einen Reserveakku durchzuladen. Richtig. Super. Und Sie können sich jetzt sogar noch Farben aussuchen. Wir hatten eben schwarz, jetzt haben wir das weiße Modell mit der Bestellnummer PX1592 und der 569. Übrigens für unter 13 Euro jedes Gerät, also egal ob schwarz, ob weiß oder auch unser nächstes Gerät, da haben wir jetzt gleich noch eine rosane Variante vorbereitet. Freue ich mich besonders drüber. Ich stehe ja sehr auf rosa. Mein Auto ist rosa, also für passt die Mädels, es perfekt. Ne, oder? Ja. Super finde ich natürlich auch die LED-Anzeige. Das heißt, der sagt Ihnen übrigens auch an, wenn hier tatsächlich die Batterie mal etwas schwach werden sollte. Weil natürlich müssen Sie auch Ihre Powerbank, die Sie dabei haben, zwischenzeitlich einfach mal wieder aufladen. Ich würde es Ihnen gerne zeigen. Leider ist das Gerät voll aufgeladen, sodass er mir hier den Ladestand nicht wirklich anzeigt. Erst dann, wenn er kurz vom Exitus ist, dann zeigt er mir das hier mit einer roten LED
CD an, übrigens hier an dieser Stelle. Ja? Ich war übrigens gerade sehr, sehr dankbar, dass ich so eine Powerbank besitze, denn ich bin wirklich, ich kenne mich hier in Buggingen. Wir wohnen ja hier in Buggingen in der Nähe von Freiburg und ich kenne mich hier noch nicht so richtig aus, muss ich sagen. Und dann bin ich hier angekommen und ich habe, ja, mein Handy ist sozusagen halt auch mein Navi und dann war mein Akku natürlich alle, genau in dem Moment, wo ich eine Straße gerade nicht gefunden hatte. Und dann war ich natürlich froh, dass ich die Powerbank dabei hatte und so jederzeit eben doch nochmal meine Akku schnell aufladen konnte. Ja, stell mal vor, sonst stehst du da irgendwo im Niemandsland und kannst keinen mehr anrufen, Navi funktioniert dann auch nicht mehr. Ja, was machst du denn dann? Ja, da kannst du ein bisschen machen. Auf dem Land, da hat abends alles zu. Ja. Also das ist wirklich schon krass. Das ist wirklich schon krass. So eine Powerbank ist immer recht sinnvoll für jedes elektronische Gerät, was Sie mit einem USB-Stecker laden können, laden sollten, laden müssen. Das ist natürlich das klassische Smartphone. Da ist mal eine Digitalkamera dabei. Vielleicht auch mal ein schöner Camcorder, da ist mal ein Navi mit dabei, da ist auch mal ein Tablet-PC mit dabei beispielsweise. Auch da, wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie im Auto sitzen, würde ich es vielleicht auch einfach mal anschließen hier. Wenn Sie dann wieder zum Kunden reingehen zum Beispiel, wenn Sie es beruflich nutzen wollen, haben Sie da immer ein aufgeladenes Gerät und müssen nicht sagen, hör mal, wo habt ihr meine Steckdose, kann ich mal eben hier mal eben mein Netzteil anschließen. Das ist peinlich. Das dann ist lieber peinlich, so ein kleines Teil, das machen Sie schön dezent, auch mal unter der Tischplatte und schon haben Sie das gute Stück geladen. Genau, ja, hier haben wir jetzt unsere rosane Version. Zack, einfach eingesteckt, da haben wir das Telefon und gleich kommt wieder die Batterie, es wird aufgeladen. Zack. Und das ist wirklich einfach, praktisch, super und eben auch wieder in diesem handlichen Format. Ich drehe das mal um. Alles komplett in rosa gehalten, vorne die weiße Front, eben mit dieser LED-Anzeige, wo Sie dann immer Ihren Status sehen können, wie voll der Akku noch ist. Hier kommt die dann, ne? Genau, da leuchtet es dann. In dem kleinen Element, wenn also der Akku von Ihrer Powerbank tatsächlich auch mal in die Knie gehen sollte, weil auch dieses kleine Kerlchen vielleicht irgendwann mal aufgeladen werden möchte, wenn Sie es benutzt haben, dann wird er Ihnen das entsprechend anzeigen. Also was soll es sein? Schwarz, weiß oder rot? Ich finde, ehrlich gesagt, alle Farben recht schön. Ob ich mich als Mann jetzt mit der Farbe rosa identifizieren könnte, das sei jetzt mal Ihnen überlassen. Ich würde vielleicht eher dann die schwarze oder weiße Variante nehmen. Die rosane Variante haben wir und hast du völlig recht, natürlich für die Mädels im Programm. Ganz genau, hauptsächlich für die Mädels, aber auch ich stelle mir das ganz schön vor als kleines Geschenk für Jugendliche, für Teenies und darf natürlich auch für Mädchen natürlich die rosane Farbe oder eben halt weiß oder schwarz. Da können Sie sich komplett aussuchen. Ich gebe Ihnen nochmal die Bestellnummern durch. Einmal für das rosane, da haben wir die PX1593. Und die 569 und auch wieder für unter 13 Euro. Ja. Was meinen Sie, was sich Ihre Kinder, was sich Ihre Enkel freuen, die im Teenageralter sind, die leben doch mittlerweile mit dem Facebook oder mit Twitter oder mit sonst was. Ja, aber es ist doch wirklich so. Ja? Manche Erwachsene natürlich auch. Ja. Ich gucke da natürlich auch gelegentlich mal rein und glauben Sie mir, auch die Kinder, die Enkel, die im Teenageralter sind und da täglich oder stundenlang mit ihrem Telefon rumspielen, die haben das gleiche Akkuproblem wie die Erwachsenen auch. Und insofern hat man hier tatsächlich mal die Möglichkeit, auch die Facebook-Nutzer oder die Dauer-Handy-Nutzer sicherlich sehr, sehr glücklich zu machen. Und ich denke, für unter 13 Euro ist das wirklich mal ein fantastisches Geschenk. Ganz genau. Gerade auch, wenn man auf einen wichtigen Anruf wartet von einem Kunden oder von dem Chef zum Beispiel, dass man den eben auch wirklich immer wirklich entgegennehmen kann. Ja. So, und jetzt hatten wir was, ein bisschen eine kleinere Version von dem, was jetzt kommt. Ja, und jetzt bin ich mal richtig gespannt, denn auf so etwas habe ich ehrlich gesagt lange Zeit gewartet, wusste aber gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Ein sogenannter Konverter, ein Stromwandler sozusagen. Denn Strom haben Sie über Ihre Autobatterie tatsächlich immer zur Verfügung. Allerdings dann meistens immer nur im 12-Volt-Bereich. Das heißt, Sie können tatsächlich normale elektronische Geräte, wie zum Beispiel einen CD-Spieler, einen Videorekorder oder von mir aus auch andere Geschichten, von mir aus auch ein Föhn oder sowas, ein Toaster, eine Kaffeemaschine, nicht über die 12 Volt tatsächlich betreiben. Genau. Dafür bedarf es des klassischen 230-Volt-Wechselstroms. Genau, und hier sehen wir das auch. Wird angeschlossen ganz normal an den Zigarettenanzünder. Das Gerät an sich, das passt locker in eine Getränkehalterung oder eben hier auch in das kleine Fach in der Mitte, in die Armlehne rein. Das nimmt nicht viel Platz weg. Und schon habe ich eine ganz normale, übliche Steckdose mit in meinem Auto, wo ich jetzt zum Beispiel, wie hier in diesem Fall, mein iPhone oder mein Handy laden kann. Ja, das ist ein 5-Volt-USB-Anschluss mit dabei, genau. Genau, und einen Schalter, damit können Sie das an- und ausschalten, wie Sie das gerne möchten. Und schon haben Sie in Ihrem Auto eben auch immer den Strom mit dabei. Also für das Handy und dergleichen, für die ganzen USB-Anschlüsse haben wir hier sicherlich mal eine tolle Möglichkeit. Auch hier kann man tatsächlich jedes elektronische Gerät mittels USB-Anschluss aufladen. Interessant sind aber tatsächlich etwas größere Gegenstände. Zum Beispiel mal ein Notebook. Ja. Oder liebe Eltern, wenn Sie unterwegs sind, vielleicht ein Kleinkind dabei haben, wenn Sie mal ein Babyfläschchen warm machen möchten und vielleicht die nächste Raststätte dann doch noch etwas weiter weg ist. Sie kennen die Problematik, wenn Sie kleine Kinder haben, muss ich da gar nicht weiter
weiter darüber erzählen, können Sie hier natürlich auch mal jederzeit den Flächenwärmer von Ihrer Babyflasche dranpacken. Die Kühltasche, die Videokamera, das Reisebügeleisen zur Not, wenn Sie mal unterwegs sind, haben vielleicht nochmal ein Hemd oder was, was nochmal eben kurz drüber gebügelt werden müsste, bevor es zum Termin reingeht. Hiermit können Sie es machen. Denn der wandelt Ihnen die 12 Volt aus der Autobatterie in klassische 230 Volt Wechselstrom um, sodass alle Geräte in dem Fall bis ungefähr 150 Watt locker aufgeladen werden können. Keine Angst, wenn Sie sagen, meine Geräte haben etwas mehr Leistung. Wir werden auch gleich noch Varianten kennenlernen, die für 300 Watt, für 600 Watt und auch für 1000 Watt ohne weiteres geeignet sind. Eine Länge von 170 mm und ein Durchmesser von 73 mm. Das Ganze wiegt 500 Gramm. Und was ich besonders toll finde, ich meine, das wird ja nach einer Zeit vielleicht auch heiß. Und hier ist eben auch eine Lüftung mit integriert. Man sieht an der Seite kleine Lüftungslöcher oder Schlitze. Und da ist eben auch eine extra Lüftung mit drin, sodass das eben auch alles nicht zu heiß wird. Und das ist natürlich echt praktisch für unterwegs. Wenn ich jetzt im Auto bin und ich möchte mein Handy laden, mein Notebook laden oder zum Beispiel beim Campen, wenn ich eine kleine Kühlbox anschließen möchte. Das geht eben ganz, ganz einfach hier mit diesem kleinen Konverter. Und wir haben dazu auch eine Kundenmeinung bekommen von M.J. aus Langenfeld. Sauber verarbeitet, leiser Lüfter, funktioniert uneingeschränkt und völlig problemlos und hat sehr kompakte Abmessungen. Super. Für den Preis eine echte Empfehlung. Stark. Und wir haben das hier gerade gesehen, das war der Chris bei uns aus dem Schnitt. Das ist der Mann, der Ihnen immer diese schönen Trailer und Opener für die Sendungen und so weiter dann immer zuschneidet. Den haben wir jetzt gerade mal ein Stück weit gefilmt, wie er seinen Laptop über unseren Konverter hier geladen hat. Das ist natürlich perfekt. Von den Ausmaßen her passt das gute Stück wirklich in jeden Cupholder, also in jeden Becherhalter in Ihrem Fahrzeug hinein. Dann wird das Ganze einfach nur noch mit der 12-Volt-Steckdose Ihres Zigarettenanzünders kombiniert. Und dieses kleine Kerlchen hier macht tatsächlich all das, was Sie normalerweise an anderer Stelle so nicht erwarten können. Das heißt, er wandelt Ihnen die 12 Volt aus der Autobatterie in klassischen 230 Volt Wechselstrom, sodass Sie jedes handelsübliche elektronische Gerät anschließen können. Der Anschluss für den klassischen Schuko-Stecker ist hier im oberen Teil auch noch mit drin. Ne? Aber der absolute Hammer ist auch noch, dass wir hier einen USB-Anschluss dabei haben. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, aber über den An- und Ausschalter, genau bei dir an der Seite, da haben wir auch noch einen USB-Anschluss. Das heißt, da können Sie separat, also Sie können quasi zwei Geräte gleichzeitig laden. Zum Beispiel separat mit dem USB-Anschluss Ihr iPhone oder Ihr Smartphone und dann mit dem ganz normalen Stecker zum Beispiel Ihr Notebook. Und das ist eben wirklich praktisch, das Ganze dann auch mit diesem An- und Ausschalter, dass das eben auch nicht immer durchläuft, sondern dass Sie sich das eben an- und ausschalten können, wie Sie das möchten. Ja. Und das Ganze mit der Bestellnummer PV7167 und der 569 für unter 30 Euro übrigens. Guck mal hier, übrigens ein schönes langes Kabel mit 90 cm. Das heißt, wenn also auch der Zigarettenanzünder in Ihrem Fahrzeug etwas weiter vom Becherhalter entfernt sein sollte oder von irgendwelchen anderen Möglichkeiten. Mit 90 cm kommst du also wirklich schon richtig gut zurecht. Ja. Und wie gesagt, für alle Geräte bis 150 Watt ist es bestens geeignet mit der PV7167 und der 569 für unter 30 Euro. Jetzt haben Sie natürlich völlig recht. Der ein oder andere besitzt vielleicht auch Geräte, die etwas, wie soll man sagen, stromintensiver betrieben werden müssen. Mit 300, mit 600, vielleicht sogar mit 1000 Watt, wenn wir mal in die größeren Bereiche hineingehen. Ja. Und da haben wir natürlich auch drüber nachgedacht und möchten Ihnen jetzt sukzessive die richtigen Geräte dafür vorstellen. Unser Konverter für 300 Watt oder für alle Geräte bis 300 Watt Leistung, den möchten wir Ihnen jetzt in aller Ruhe vorstellen. Ganz genau, denn hier legen wir noch mal eine Schippe drauf, 300 Watt, das ist dann noch mal ordentlich was. Da können Sie dann sogar Spielekonsolen, Kühlboxen oder weitere etwas größere Geräte mit mehr Leistung anschließen. Ja. Das heißt, da können Sie jetzt eben wirklich für unterwegs, fürs Camping oder wenn man mal auf längere Reise ist, wirklich tolle Geräte mitnehmen und im Automobil sich damit beschäftigen und diese eben auch anschließen und aufladen. Ja, der ist natürlich jetzt etwas größer und etwas knackiger von den Ausmaßen her als das Gerät, was wir Ihnen gerade für alle technischen Geräte bis 150 Watt gezeigt haben. Aber auch hier passiert eigentlich nichts anderes als das, was wir gerade schon in klein gesehen haben. Das heißt, das Gerät zieht aus der Autobatterie den 12-Volt-Strom raus und wandelt diesen in klassischen, nennen wir ihn mal Haushaltsstrom um. Und klassischer Haushaltsstrom ist Wechselstrom mit 230 Volt. Ja? Oder genau. 230 Watt vielmehr. So rum ist es richtig. Und jetzt kann man dann eben hier, und das sehen wir auch sehr schön, mal eben ein Tablet-PC mal eben wieder betreiben, ohne dass man tatsächlich gucken muss, wie sieht denn eigentlich die Akkuleistung aus. Das ist so, als wenn du das Gerät ganz normal an den Netzstecker gepackt hättest. Ja, und auch dieses Gerät nimmt wieder wirklich nicht viel Platz weg, gerade auch im Auto super praktisch, einfach in den Fußraum oder auf den Beifahrersitz legen und dann geht das schon los. Und auch hier haben wir wieder eine Lüftung mit dabei. Das sehen wir hier unten. Ja.
Da ist eine kleine Lüftung. Da wird schon knackig, ne? Da muss man schon ein bisschen mehr Luft mit reinpusten. Ja, ja? Na klar. Da haben wir dran gedacht. Da haben wir eine Lüftung. Aha. Und auch wieder vor allen Dingen, was ich auch super finde, wir haben auch wieder einen USB-Anschluss dabei. Das heißt, auch da können wir dann wieder separat noch ein anderes Gerät zusätzlich mit laden. Und der befindet sich vorne. Guck mal hier. Auf der vorderen Seite. Richtig. Da hast du im Prinzip einmal den Schuko-Stecker für ein technisches Gerät, zum Beispiel ein Laptop, wenn Sie den Netzstecker dabei haben. Und dann hier an der Seite dann eben auch nochmal den USB-Stecker, sodass Sie also auch hier mal eben schnell ein Handy, ein Navi, eine kleine Kamera oder sowas aufladen können. Finde ich super. Übrigens, die Dinge halten richtig was aus. Ja, man soll das gar nicht glauben. Ich glaube eher, dass ich den Tisch hier zerdeppern würde, bevor ich den kaputt kriege. Also der ist stoß- und der ist kratzfest, weil der fürs Auto gedacht ist. Entschuldigung, war ein bisschen lauter, als ich dachte. Entschuldigung. Alles gut. Ja, wenn sowas natürlich mal durchs Auto fliegt, wenn Sie das gute Stück von mir aus neben sich auf den Beifahrersitz legen und müssen mal scharf bremsen und der fliegt mal in den Fußraum rein, aus welchem Grund auch immer, ja, hält der das ohne weitere aus. Also der ist wirklich ausgesprochen robust und kratzfest. Bis Sie den kaputt haben, müssen Sie schon fast mit dem Auto drüber fahren und das wird wahrscheinlich kein Mensch freiwillig tun. Genau, und das ist natürlich auch wichtig, dass der robust ist und ordentlich was aushält. Man möchte ja auch nicht, dass das gleich einen Kratzer bekommt oder bei dem ersten Schubser irgendwie direkt kaputt geht. Und hier haben wir die Bestellnummer PV7171 und die 569 für unter 30 Euro. Mit den 300 Watt nochmal, da werden die 12 Volt der Autobatterie in 230 Volt Wechselstrom umgewandelt. Genau so ist das. So, und das für unter 30 Euro. Jetzt werden Sie sagen, ja Moment, jetzt habe ich ein Gerät gesehen für Maschinen mit bis zu 150 Watt. Ich habe welche gesehen mit bis zu 300 Watt. Jetzt habe ich aber so einen schönen großen Fernseher oder ich habe einen kleinen Flachbildschirm, 30 Zöller, 32 Zöller oder was. Ich habe vielleicht eine Kaffeemaschine in meinem Campingmobil oder was drin. Auch da werden wir Ihnen gleich noch das passende Gerät für zeigen. Für Gerätschaften, die mit 600 Watt betrieben werden oder die sogar mit bis zu 1000 Watt betrieben werden. Da zeigen wir Ihnen auch noch das Passende. Das hier ist meines Erachtens so ein Mittelding. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe kleinere Gerätschaften, mal ein Tablet-PC oder mal ein Laptop, den ich mal aufladen möchte, dann reicht der kleine, den wir Ihnen gerade gezeigt haben, vollkommen aus. Dieser hier ist dann wirklich schon auch mal für ein Tablet-PC, für einen Laptop, auch mal für eine Kaffeemaschine, vielleicht mal für einen Mini-Kühlschrank oder was. Also alles Dinge, die man natürlich gerne auch mal auf die Reise mitnimmt, wenn man auch mit der ganzen Familie unterwegs ist. Ja. Mal eine Kühltasche, eine Kühlbox und dergleichen, die kann man daran wirklich ganz hervorragend anschließen. Ich fasse noch mal zusammen. Wir haben hier eine Steckdose für unterwegs sozusagen mit einem zusätzlichen USB-Anschluss. Es wird ganz einfach an der Autobatterie angeschlossen und dann werden 12 Volt der Autobatterie in 230 Volt Wechselstrom umgewandelt. Natürlich ideal, um unterwegs das Navi aufzuladen, das Handy aufzuladen oder eine Digitalkamera aufzuladen oder auch eine Spielekonsole mitzunehmen. Und die Bestellnummer ist die PV7171 und die 569. Das Ganze in einem sehr robusten Look, natürlich mit einem Lüfter mit dabei, dass das eben auch nicht zu heiß wird. Übrigens auch mit einem integrierten Batteriewächter. Das gilt für den, der für die Geräte mit bis zu 300 Watt Leistung gedacht ist. Das gilt aber auch für den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Batteriewächter bedeutet, und die Frage werden sich wahrscheinlich im Laufe der Präsentation auch schon gestellt haben, dass hier natürlich die Autobatterie nicht bis zum letzten Tropfen leer gelutscht wird. Es wäre ja Quatsch, wenn Sie hier einen Konverter drin haben, der Ihnen schön aus den 12 Volt aus Ihrer Autobatterie die 230 Volt Wechselstrom generiert und Ihnen dabei bei der Gelegenheit eben lockerflockig die ganze Autobatterie leersaugt. Das macht ja keinen Sinn. Insofern haben wir hier tatsächlich einen Batteriewächter mit drin, der genau das verhindert. Sollte also die Autobatterie an die Kapazitätsgrenze kommen, dann schaltet der sich automatisch aus. Zugegebenermaßen können Sie dann Ihr Laptop nicht mehr laden, aber Ihr Auto springt wieder an. Fahren Sie einmal um den Block. Das ist einiges wichtiger, würde ich sagen. Richtig, ist um einiges wichtiger. Fahren Sie zweimal um den Block, dann ist die Batterie wieder vollgeladen und dann funktioniert der auch wieder. Ist ein reiner Sicherheitsaspekt, dass Sie davon ausgehen können, dass Sie eben hier die Autobatterie nicht bis zum letzten Rutsch runter lutschen können. Ganz genau. So. Jetzt hier mit 600 Watt, das heißt, hier können Sie jetzt wirklich einiges raushauen. Sie können Staubsauger anschließen oder ein Bügeleisen zum Beispiel für unterwegs oder eben einfach größere Geräte, die ein bisschen mehr Watt erzeugen. Ganz genau. Ein Fernseher zum Beispiel, da braucht man auch einfach mal ein bisschen was. Wenn Sie jetzt Camping zum Beispiel machen und haben einen schönen Flachbildschirm da irgendwo in Ihrem Campingmobil drin, dann ist das natürlich eine richtig coole Geschichte, weil man hier dann eben ganz locker flockig über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug genau solche Geräte auch bedienen kann. Ja. Und hier in dem Zusammenhang nicht nur ein Gerät, hier haben wir zwei Schuko-Stecker mit drin. Das heißt, Sie können hier also bis zu zwei Geräte anschließen mit einem klassischen Schuko-Stecker. Ich drehe es mal so, dass Sie es sehen können. Augenblick. Schub. Jo. Und parallel dazu natürlich auch, Moment, an dieser Stelle ein klassisches USB-Gerät. Genau. Also
theoretisch gesehen, das könnte dauert ich dann drei zwar, Geräte ja. laden. Richtig. Genau, es dauert dann wahrscheinlich dauert ein bisschen länger, mehr. Wenn du drei Geräte anschließt, ja. klar. Aber grundsätzlich könntest du zwei normale Geräte, zum Beispiel eine Kaffeemaschine und einen Toaster für dein Frühstück. Ja. Und parallel dazu dann auch nochmal dein Smartphone am USB-Stecker ja. aufladen. Da kannst du danach einen Freund anrufen, ihm erzählen, wie lecker dein Frühstück war. Also praktischer geht es auf jeden Fall nicht. Was ich mir auch gut vorstellen kann, gerade für unterwegs. Ich hatte das letztens, da musste ich zum Termin und ich hatte meine Haare irgendwie noch nicht ordentlich geschafft zu machen. Da kann ich natürlich auch unterwegs mal schnell anhalten, mir einen Föhn oder ein Glätteisen oder einen Lockenstab anschließen, um mir dann nochmal eben schnell die Haare zu machen, auf jeden Fall. Das stelle ich mir jetzt witzig vor, wenn ich manchmal so an der Ampel stehe. In der Fahrt. Nee, gerade so morgens, weißt du, so zwischen 7 und 8, wenn natürlich auch die Mädels auf dem Weg zum Büro sind, sieht ja. man ja schon mal im Stau oder an der Ampel, wie die sich dann schminken. Mhm. Ja, dann kommt da nochmal Lippenstift drauf, dann kommt da nochmal Kajal auf die ja. Augen drauf und alles. Demnächst schaue ich rechts und links neben mich, da föhnen sich die Mädels die Haare oder haben das Glätteisen in der Hand. Wirst du mich wahrscheinlich mit entdecken können, ja. Nicht, dass wir demnächst noch eine USB-betriebene Dusche für das Kfz zeigen. Ja, so weit kommt es noch. Nicht, dass das mal eine Geschäftsidee für unseren Chef ist hier, oder? Geht ist auch. Ist natürlich jetzt schon ein etwas größerer Brocken, keine Frage. Deswegen können Sie ihn natürlich auch mit dem Fahrzeug oder mit der Karosserie verbinden. Sie können es zum Beispiel in den Fußraum, im Beifahrerbereich auch gerne festschrauben, wenn Sie das möchten. Wobei ich zugeben muss, dass der gar nicht so schwer ist, wie er aussieht. Ja. Ich kann nur schätzen. Lass ihn vielleicht 300, 400 Gramm haben. Er hat ja alles in allem. Er hat ja alles in allem nicht. Aber wenn Sie wirklich sicher gehen wollen, dass Ihnen das gute Stück nicht durchs Auto fliegt, können Sie den also hier mit den entsprechenden Aussparungen gerne befestigen. Das ist ja. wirklich rucki-zucki gemacht. Unter ja. 60 Euro mit der Bestellnummer PV7169 und der 569. Unter 60 Euro ist schon echt ein Hammerpreis dafür eigentlich. Das ist ein Knaller. Also, es ist wirklich ein absoluter Knaller, ja. was wir hier gerade anbieten. Für all diejenigen, die natürlich viel unterwegs sind, die einfach nochmal sagen, Mensch, ich habe jetzt nicht wirklich die Lust oder auch die Zeit, mich dann jedes Mal an der Raststätte zu setzen und 17 Kaffee zu trinken, bis ich dann 2 Stunden später meine ja. Geräte wieder aufgeladen habe. Hier packen Sie einfach nur den mitgelieferten Stecker in den 12-Volt-Anschluss Ihres Zigarettenanzünders. Und automatisch werden die 12 Volt aus Ihrer Autobatterie in klassischen 230 Volt Wechselstrom umgewandelt, mhm. sodass man dann elektronische Geräte natürlich in dem Fall sogar bis zu einem richtigen Kaliber laden kann. Wobei jetzt kommen wir tatsächlich in einen Bereich, wo man mit dem Zigarettenanzünder alleine nicht mehr wirklich weit kommt. Nee. Bei dem großen für die Gerätschaften mit bis zu 1000 Watt Leistung sollten Sie bitte, und das Kabel liefern wir mit, das Teil direkt mit Ihrer Autobatterie verbinden. Aber auch ja? da ist die Montage wirklich kinderleicht. Ich habe da vorhin zugeschaut, mhm. wie das gemacht wurde, und das kann ich auch. Also das sind wirklich die 2 Kabel, einfach an die ja. Batterie anschließen, zack Richtig. Und fertig. Dann kann man das Ganze im Fußraum befestigen zum Beispiel, mhm. den Apparat, und schon ist das Ganze fertig. Und auch hier haben wir wieder diesen automatischen Abschaltmechanismus. Wenn Ihre Autobatterie mal zu weit entladen wurde, dann schaltet sich das Gerät automatisch mhm. ab, sodass Sie natürlich hinterher auf jeden Fall noch mit Ihrem Auto weiterfahren können und der Wagen auch auf jeden Fall anspringt. Nützt ja nichts, wenn Sie telefonieren können, wenn Ihr Laptop ja. läuft, wenn Ihre Kaffeemaschine frischen Kaffee brüht, aber Ihr Auto springt nicht mehr an, dann können Sie einen ADAC rufen oder ein Taxi, der mit dem Überbrückungskabel kommt. Ja. Nein, das ist natürlich Quatsch. Und genau deswegen haben wir hier den Batteriewächter mit drin. Und du hast es gerade genau richtig erklärt. Das heißt, der achtet schon darauf, dass Ihre Autobatterie hier wirklich nicht bis zum letzten Tropfen leer gelutscht wird, sodass man also hier jederzeit das Fahrzeug auch nochmal starten kann. Gucken wir uns die Anschlüsse noch schnell an. Ja. Auch hier haben wir zweimal den Schuko-Stecker mit da drin. Ganz klassisch, kennen Sie von jeder Steckdose, die Sie auch zu Hause haben. An- und Ausknopf muss man, glaube ich, nicht extra beschreiben. Aber hier ist dann eben nochmal zusätzlich der USB-Anschluss mit dabei, 5 Volt USB wohlgemerkt, sodass Sie dann hier eben Ihre kleinen technischen Geräte wie Navi oder von mir ist mal ein Camcorder, ein Smartphone natürlich oder auch mal ein Tablet-PC locker aufladen können. Genau, wir haben eine Kundenmeinung bekommen von P.F. Konverter hat sich bei einem Segeltörn zur Versorgung von diversen Ladegeräten, in Klammern Kamera, Laptop, Handy, etc. bewährt. Vorteilhaft ist auch die zusätzliche USB-Buchse. Ja. Ja, das ist natürlich auch mal ein Tipp. Wir reden die ganze Zeit vom Kfz-Bereich. Ich denke dann natürlich jetzt speziell auch an die Brummifahrer, mhm. die sicherlich ganz gerne zwischendurch mal eine Tasse Kaffee trinken. Wenn man da 8 oder 10 Stunden am Tag auf dem Bock sitzt, da kann der Tag ganz schön lang werden. Da habe ich ja. durchaus Verständnis für. Ich habe die Rutsche vom Wörthersee bis nach Köln gemacht. Das waren knapp 1000 Echt? Kilometer. Mhm. Oha. Das war stramm. Ich hätte mich wirklich sehr zwischendurch mal über einen Kaffee gefreut. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass ich mal eben eine Kaffeemaschine im Auto habe. Wenn Sie jetzt in einem Brummi sitzen, haben Sie sicherlich Platz dafür und
suchen einfach nur die Möglichkeit, so eine Maschine hier anzuschließen. Die bieten wir Ihnen jetzt hier mehr oder weniger frei Haus. Wie gesagt, die für 1000 Watt Geräte müssen Sie direkt mit der Autobatterie verbinden. Alle anderen stecken Sie einfach nur mit dem mitgelieferten Stecker in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs hinein und schon wandelt er die 12 Volt aus der Autobatterie in 230 Volt klassischen Wechselstrom um. Ja? Genau. Super Idee. Und hier haben wir jetzt wirklich durch diese 1000 Watt natürlich auch die Möglichkeit, eine Bohrmaschine anzuschließen oder einen Staubsauger. Ja. Alles, was man natürlich für unterwegs so braucht. Aber wie gesagt, wenn Sie wirklich mal campen fahren oder in den Urlaub fahren und längere Strecken vor sich haben, dann können die Dinge wirklich praktisch sein. Gerade auch mit Kindern. Man kann eine Spielekonsole anschließen, einen Fernseher anschließen. Mhm. Und das ist eben wirklich absolut toll für unterwegs. Ja, jetzt stellen Sie mal vor, Sie machen irgendwo mal eine Rast oder sind lange unterwegs, möchten vielleicht mit dem Auto, mit der ganzen Familie mal nach Italien runter, mal nach Spanien runter und machen dann eben auf halber Strecke mal irgendwo Rast, haben vielleicht ein Zelt dabei. Aber die nächste klassische Steckdose ist sicherlich ein paar Kilometer entfernt. Sie wollen noch nicht unbedingt zum Bauern mal eben reingehen und mal fragen, hör mal, kann ich mal eben bei dir aufladen oder was? Das macht man vielleicht nicht unbedingt. Mit so einem Gerät sind Sie immer bestens versorgt. Also all das, was Sie mit Strom betreiben möchten. Und du hast es gerade schon erwähnt, gerade die etwas stromfressenden Dinge. Mhm. Ein Staubsauger von mir aus, ein Fernseher, mal ein DVD-Spieler oder eben auch mal eine Spielekonsole, mal eine Wii oder eine Playstation oder was für die Kinder, die dabei sind. Oh, hätte kann ich man, das früher gehabt. Hör mal, ich hätte als Kind dafür, dafür wahrscheinlich einen Arm verkauft, um sowas zu haben. Auf jeden Fall. Also, ich habe Autofahren gehasst. Meine Eltern wissen, glaube ich, gar nicht, was sie für ein Glück hatten, dass ich Baujahr 72 bin. 20 Jahre später hättet ihr richtig tief in die Tasche greifen müssen. Ja, ja, aber auf das wissen meine Eltern so oder so. Nee, ich habe Autofahren gehasst. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat als Kind eine Spielekonsole mit dabei, ist das natürlich, ja, besser geht es natürlich gar nicht. Die Zeit geht natürlich viel schneller um. Und hier dieses Gerät mit 1000 Watt für unter 90 Euro übrigens mit der Bestellnummer PV7170 und der 569. Wie gesagt, es wird direkt an der Autobatterie angeschlossen. Und das Tolle ist eben, wir haben einen Schutzmechanismus mit dabei. Das heißt, wenn die Autobatterie irgendwann nachher zu leer ist, dann schaltet sich das Gerät automatisch ab, sodass Ihr Auto dann auch trotzdem noch anspringt und weiterfahren kann. Ganz genau. Das ist die Bestellnummer PV7170 und die 569. Das ist der große für die Geräte bis 1000 Watt. Ja. Und jetzt gucken wir uns, glaube ich, auch die anderen noch mal eben schnell im Schnelldurchlauf an. Haben wir die Zeit noch dazu? Genau, denn ich denke mal, Sie zu Hause sind vielleicht ein bisschen durcheinander gekommen, was Sie jetzt bestellen sollen. Und die ganzen Bestellnummern mitzuschreiben, war vielleicht auch ein bisschen zu schnell alles. Deswegen haben wir jetzt noch mal eine kleine Zusammenfassung für Sie vorbereitet. Und wir fangen an mit unserer ersten Powerbank in Schwarz für das Handy oder für alle USB-Geräte mit der PX1591 und der 569 für unter 13 Euro. Die ist natürlich spitze, die ist klein, kompakt und wiegt nicht wirklich viel. Mit 70 Gramm ist das ein Gewicht, das kann man vernachlässigen. Und das sind so ärgerliche Situationen, die werden Sie kennen. Immer dann, wenn Sie es brauchen, sind die Akkus leer. Ich ärgere mich seit Jahren darüber. Und so haben Sie mal eben, gerne auch am Schlüsselbund, ich habe es Ihnen eben auch live gezeigt hier, Ihren Reserveakku für Ihr Smartphone, aber natürlich auch für Ihr Navigationsgerät, für Ihren Tablet-PC oder von mir aus auch gerne mal für Ihre Digitalkamera, für Ihren Camcorder, sodass man wirklich dann in den Situationen, wo man es einfach braucht, die nötige Stromreserve hat, die Ihnen hier jederzeit zur Verfügung steht. Das haben wir in Schwarz gehabt mit der PX1591 der 569. Jetzt zeigen wir es nochmal in Weiß. Genau, in Weiß haben wir die Bestellnummer PX1592 und die 569 und in Rosa hatten wir die PX1593 und die 569 ebenfalls für unter 13 Euro. Also ein richtiges kleines Kraftpaket. Und dann haben wir natürlich jetzt hier auch mal für die richtigen Profis unter Ihnen die Spannungskonverter kennengelernt. Das ist ein Wechselrichter, der wandelt die 12 Volt aus der Autobatterie in 230 Volt Wechselstrom um. Perfekt gemacht für alle Geräte bis 150 Watt mit der Bestellnummer PV7167 und die 569. Für unter 30 Euro kommt das gute Stück zu Ihnen nach Hause. Und wir zeigen Ihnen noch mal ganz kurz, wie das auch in der Praxis aussehen könnte. Gerade auch in so einem Kleinlaster, 3,5 Tonner, schwerer LKW beispielsweise, sind solche Geräte natürlich Nimmt perfekt. Absolut keinen Platz weg. Guck mal hier, zack, in die Getränkehalterung, In den Cupholder einfach rein, zack. In den Zigarettenanzünder rein und fertig. Alles andere macht das Gerät selber für unter 30 Euro. Genau, weiter ging es mit unserem Kfz-Spannungskonverter mit 300 Watt mit der Bestellnummer PV7171 und der 569. Hier sehen wir ihn auch nochmal stehen. Und dann ging es direkt weiter
mit dem großen, für die Geräte bis 600 Watt. Das heißt, hier haben wir die Bestellnummer PV7169 und die 569. Und das gute Stück kommt für unter 60 Euro zu Ihnen nach Hause. Da sehen wir es gerade nochmal. Genau. Und weiter ging es mit unserem absoluten Oberkracher für unter 90 Euro mit 1000 Watt Leistung. Das heißt, da können Sie wirklich sämtliche Geräte anschließen mit der PV7170 und der 569 für unter 90 Euro. Und jetzt würde ich sagen, es liegt an Ihnen zu Hause. Wir hoffen, wir konnten Ihnen das alles wunderbar erklären und Sie haben einen wunderschönen Überblick bekommen. Ich meine, das ist wirklich praktisch für unterwegs, egal für was Sie sich jetzt auch entscheiden sollten. Wenn mal das Handy leer ist oder das Notebook aufgeladen werden muss, ist es wirklich super praktisch. Ja, wir wünschen Ihnen ganz viel Freude natürlich auf der Reise, wenn Sie unterwegs sind. Sie werden immer perfekt mit Strom versorgt. Also, viel Spaß. Gute Fahrt.